Einsatz für Harald Rümpler und seine Kollegen von der Flughafenfeuerwehr Frankfurt. Ein Rauchmelder hat den Alarm ausgelöst. 4 Feuerwachen hat der Flughafen. Wache 1 und 2 sind jetzt im Einsatz Richtung Terminal. Doch für Harald Rümpler ist nach wenigen Metern die Fahrt vorläufig beendet. Flugverkehr. Luftfahrzeug hat immer Vorrang. Auch bei solchen Sachen. Aber da ja ein Fahrzeug von der Feuerwache 2 schon vorweggefahren ist, wir fahren ja so ein bisschen Sternverkehr jetzt, ist es nicht weiter schlimm, weil der ist ja schon gleich vor Ort. Ankunft am Terminal. Die Kollegen von der Wache 2 sind schon da. Im 4. Stock soll es brennen. 30 Kilo wiegt die Ausrüstung der Kollegen. Dieses Gebäude ist nagelneu und für Passagiere noch gesperrt. Überall sind noch Handwerker. Die Feuersirene heult durch den ganzen neuen Check-in-Bereich. Doch was hat den Alarm ausgelöst? Wo brennt's hier? Harald Rümpler sucht weiter. Zur gleichen Zeit in der Feuerwache 1. Andreas Braun muss los. Auf dem Vorfeld hat angeblich ein Vampir die Kontrolle verloren und ist abgestürzt. Einsatzauftrag lautet im Moment, dass wir eine Fledermaus auf einer Position ansammeln müssen und auf die Feuerwache 1 bringen und diese Fledermaus dann der Tierspezialistin übergeben. Tiere retten, auch eine Aufgabe der Flughafenfeuerwehr. Es sind eigentlich auch viele Hasen, Vögel, Füchse, aber das kommt schon öfters mal vor, so kleine Streiten. Vorfeldposition 159. Hier hat sich das Flugdrama abgespielt. Leicht benommen liegt die Fledermaus in der Mütze eines Mitarbeiters des Sicherheitsdienstes. Vorne an der Treppe, also ich nicht, da vorne an der Treppe. Also bei mir ist es das erste Mal. Mit Vollgas gegen die Treppe. Stahl auf Kleintier. Zu viel für die fliegende Maus. Ohnmacht. Machen Sie jetzt mit ihr? Ja, die wird jetzt hier in diese Tierbox auf die Feuerwache 1 gebracht. Und dann der Tierspezialistin übergeben. Andreas Braun bringt den Crash-Piloten zur Tierärztin. Dort bekommt die Maus eine Spritze gegen Kopfweh und darf dann wieder starten. Rein, dass dann während der Fahrt nichts passieren kann. Hast du die Linie? Zurück zu Harald Trümpler und dem Rauchmelder im Terminal. Sie haben die Ursache gefunden. Das sieht man hier, das blinkt ja so schön. Das ist ein optischer Melder. Das heißt, hier war jetzt irgendwas, entweder waren irgendwelche Leute mit einer Leiter hier drin zum Beispiel und haben eben diesen Melder ausgelöst. Solche Sensoren erkennen Rauch, Staub und eben auch eine hohe Leiter. 60.000 Rauchmelder gibt es am Flughafen. Wir haben hier halt sehr oft auch Meldeauslösungen durch Bauarbeiten. Deshalb gehen wir die Sache auch relativ ruhig an, weil hier in dem Bereich sich eben nur Leute aufhalten, die jetzt im Moment hier arbeiten. Es gibt keine Gäste oder Fluggäste hier. Einsatz beendet. Zumindest in diesem Terminal. Aber keine Pause für Harald Trümpler und seine Kollegen. Sie müssen gleich weiter. Gefahrguteinsatz bei einer Spedition. Irgendeine Flüssigkeit läuft aus einem Container. Weder Mitarbeiter noch Feuerwehr wollen ein Risiko eingehen. Geht mal an die AB Gas und rüstet einmal aus mit Atemschutz und Gummihandschuhen. Ätzend, giftig oder doch harmlos? Am Flughafen Frankfurt ist alles möglich. Hier kommt die Welt zusammen, auch der giftige Teil. Atemmaske und schwere Sauerstoffflaschen, bei Gefahrgutunfällen Pflicht für die Männer. Nur wer sportlich fit ist, darf bei der Flughafenfeuerwehr ran. Ebola-Viren im Kühlbehälter, ausgelaufene Säuren, Bakterien, Radioaktivität. Fast die ganze Palette an gefährlichen Stoffen haben sie schon erlebt, sagen die Helfer unter der Maske. Ein Schnelltest soll zeigen, ob die Flüssigkeit gefährlich ist. Hier werden sehr viele Gefahrgüter transportiert und hier kommt es tagtäglich irgendwie zu Schäden. Und es kann natürlich auch mal was sehr Gefährliches sein. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass die Mitarbeiter umsichtig reagieren und lieber eine größere Vorsicht walten lassen. Dann wird eben die Feuerwehr dazu alarmiert. Wenn es dann nicht um Gefahrgut handelt, umso besser. Manche Gifte kann man eben nicht riechen oder schmecken. Dieser Nagel ist an allem schuld. Fruchtextrakt, kein Gefahrgut. Für uns ist es erstmal entspannt. Fruchtextrakt, kein Gefahrgut, verstanden. Ja, richtig. Man weiß natürlich nie, was transportiert wird, gerade dadurch, dass sehr viele auch diagnostische Sachen aus Laboren und so transportiert werden.
aber muss man abwarten. Wir haben es mittlerweile so häufig hier am Flughafen, dass mal irgendwo was ausläuft und in der Regel ist es eher ungefährlich. Für Harald Trümpler gab es nichts zu tun. Seine Kollegen haben die Sache prima im Griff, sagt der 48-Jährige und fährt zurück zur Wache 1. Kaffeepause, denn der nächste Einsatz kommt bestimmt. Sehen Sie morgen bei Maintower. Frachtflugzeug in Schwierigkeiten. Großalarm am Flughafen. Flughafen Frankfurt, Wache 4. Einsatz für die Feuerwehr. Der Alarm der Leitstelle klar und unmissverständlich. Es rückt aus. Alles. Feuerwehr, Polizei, Notärzte, alle Retter am größten deutschen Airport sind alarmiert. Was genau die Männer erwartet, wissen sie noch nicht. Nur so viel, ein Flugzeug hat ein Problem. Die Maschine ist bereits im Anflug. Einsatzleiter der Flughafenfeuerwehr ist Harald Trümpler. Ja, also es ist eine angekündigte Notlandung bzw. eine Sicherheitslandung eines Frachters, eine MD-11. Und nähere Erkenntnisse haben wir bis jetzt noch nicht, nur dass die Maschine jetzt innerhalb von 10 Minuten wohl da ist. Not- oder Sicherheitslandungen wie diese, Alltag am Frankfurter Flughafen. Zwei pro Woche sind normal. Und wir sind jetzt auf dem Weg ins Start- und Landebahnsystem. Da fahren da drüben schon unsere Großfahrzeuge, die sind schon unterwegs. Die holen wir jetzt gleich ein. Die Maschine ist erst vor wenigen Minuten gestartet. Plötzlich leuchten Warnlampen im Cockpit. Der Tower meldet sich. Es handelt sich jetzt um die nächste Landung bei 5 Meilen, das heißt ungefähr noch schlappe 2 Minuten auf der 25 Center. Wenn Sie möchten, könnten Sie danach auch auf die Piste fahren. Das ist verstanden. Nächste Landung auf der 25 Center. Die Piloten melden Probleme mit den Landeklappen gleich nach dem Start. Sie wollen wieder zurück nach Frankfurt. Okay, ich sehe Sie da ist im Anflug. Da kommt sie, die Frachtmaschine. Eigentlich sieht alles ganz normal aus. Okay. Aufgesetzt hat sie auch. Wunderbar. So, jetzt lassen wir den zweiten Zug vorbei. Und wir hängen uns hinten dran. Harald Trümpler ist erleichtert. Doch der Einsatz und die Gefahr sind noch nicht vorüber, sagt der Einsatzleiter. Die Feuerwehr lässt die Maschine nicht aus den Augen, bis sie steht. Zur Sicherheit. Wir rollen dann hinter dem Flugzeug her bis zur Position, weil ja noch nicht sicher ist, ob jetzt da noch irgendwelche Probleme vorliegen. Hydrauliköl-Austritt zum Beispiel, heiße Bremsen oder das Ganze in Kombination. Daraus kann sich natürlich ein Problem entwickeln. Aus dem Grund sagen wir einfach, Sicherheit geht vor. Wir folgen dem Flugzeug. Harald Trümpler informiert den Tower. Er ist sicher gelandet. Wunderbar. Alles klar, danke. Das dürfte aber eigentlich alles im normalen Bereich sein. Deshalb heißt es ja auch Sicherheitslandung, weil wir zur Sicherheit da sind und nicht Notlandung. Alles nochmal gut gegangen. Die Piloten haben richtig reagiert. Kein Risiko, keine Gefahr eingehen. Beim kleinsten Problem lieber sofort zurückkehren und landen. Da ist Lufthansa schon sehr streng und konsequent, sagt Harald Trümpler. Aber vor technischen Defekten kann sich eben keine Airline schützen. Die Bremsen sind fast 500 Grad heiß. Ein Tropfen Öl und die Räder könnten in Flammen stehen. Deshalb werden die Kollegen von Harald Trümpler die Bremsen jetzt kühlen. Der Einsatzleiter will mit den Piloten sprechen. So. 60 Tonnen Fracht wollten sie nach Asien fliegen. Die Feuerwehr bewacht die Maschine, bis jede mögliche Gefahr ausgeschlossen werden kann. Routine für die Männer der größten Werkfeuerwehr Europas. Unsichere Fluglage, zu hoher Treibstoffverbrauch. Harald Trümpler weiß jetzt, was los war mit der Frachtmaschine. Die Hydraulik einer Tragfläche ist defekt. Das Flugzeug wollte eben ständig eine Kurve fliegen, beziehungsweise in Schräglage gehen. War ein bisschen schwierig, das auszugleichen. Verbraucht natürlich auch mehr Treibstoff. Aus dem Grund hat man sich entschieden, umzudrehen und wieder zurück nach Frankfurt zu fliegen. Ist für uns eigentlich kein großes Ding. Was jetzt noch ist, eine der Bremsen ist ein bisschen warm. Die wird jetzt noch mal mit Luftstrom gekühlt. Mit dem Lüfter, den wir da stehen haben, das machen wir so 3, 4, 5 Minuten. Und dann ist der Einsatz für uns beendet. Glücklich beendet. Zurück zu den Wachen. 4 davon hat der Airport. 317 Männer und 3 Frauen arbeiten bei der Flughafenfeuerwehr. Harald Trümpler ist seit 12 Jahren dabei. Verfahrenstechnik hat der 48-Jährige studiert. Das fand er irgendwann langweilig und wechselte zum Rettungsdienst und dann zur Feuerwehr. Er hat seinen Traumjob gefunden. Menschen helfen und jeden Tag staunen. Auch nach vielen Jahren noch sehr spannend, vor allen Dingen, wenn man solche Fluggeräte immer sieht.
Es ist halt faszinierend, wie die Physik da wirkt, dass man ein Fluggerät mit, naja, man kann beinahe sagen 600 Tonnen in die Luft bewegen kann. Spannend. Seit 2 Jahren ist er jetzt Einsatzleiter der Feuerwehr, verantwortlich für die Sicherheit am Flughafen. Und morgen bei Main Tower, Bombenalarm im Flugzeug und eingeklemmt im Fahrstuhl. Einsatz für die Flughafenfeuerwehr. Okay. Eine A380 am Terminal 1. Harald Trümpler und seine Kollegen von der Flughafenfeuerwehr müssen die Bremsen am Riesenvogel kühlen. Nach der Landung sind sie bis zu 500 Grad heiß. Zu heiß, um gleich wieder starten zu dürfen. Deshalb ruft die Airline die Feuerwehr um Hilfe. Also wir kühlen jetzt die Fahrwerke innerhalb kurzer Zeit auf die notwendige Temperatur herunter, damit die Maschine innerhalb kurzer Zeit auch wieder starten kann. 90 Minuten nach der Landung wollen die meisten Großraumflugzeuge wieder starten. Doch so schnell kühlen die riesigen Bremsen nicht ab. Mit kühler hessischer Luft sind Räder und Bremsen nach einer Stunde wieder sicher. Doch plötzlich Alarm für die riesigen Löschfahrzeuge. Auch Harald Trümpler muss los. Ein anonymer Anrufer behauptet, eine Bombe an Bord einer Maschine aus Dubai geschmuggelt zu haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies stimmen könnte, ist sehr gering bis unmöglich, sagt Harald Trümpler. Auch in arabischen Ländern herrschen strenge Kontrollen. Doch die Einsatzkräfte wollen kein Risiko eingehen. Polizei, Bombenentschärfer, Rettungswagen fahren Richtung Süden und verstecken ihre Autos hinter Flugzeugen und Fracht. Taktik weiß Harald Trümpler. Er beobachtet diesen Großeinsatz. Das war eine Anforderung der Sicherheitsorgane, dass wir eben dem Flugzeug nicht folgen, sondern dass wir eben uns verdeckt aufstellen und dann direkt hinter dem Flugzeug dann eben in Stellung gehen, sodass eben auch die Passagiere in dem Flugzeug davon nur wenig mitbekommen. Vorfeldposition, weit weg von den Terminals. Hier will die Polizei das Flugzeug räumen. Ein Follow-Me-Wagen soll die Maschine abholen. Da kommt sie schon. Wir dürfen die Airline nicht zeigen und haben sie unkenntlich gemacht. Busse rollen zeitgleich an. Die mehr als 300 Passagiere im Flugzeug ahnen noch nicht, was gleich auf sie zukommt. Sie wurden nicht informiert, um Panik zu vermeiden. Nur die Piloten wissen Bescheid. Für Harald Trümpler ein außergewöhnlicher Einsatz. So etwas haben wir sehr selten hier, sagt er. Ist hier wirklich eine Bombe drin? Langsam fährt die Feuerwehr an die Maschine heran. Für die Passagiere nicht zu sehen. Sollte wirklich an dem Flugzeug was passieren, welche Art auch immer, also Explosion oder Ähnliches, dann sind wir eben direkt vor Ort und können dann da auch Brandbekämpfungsmaßnahmen einleiten, direkt an dem Flugzeug. Polizisten sind bereits an Bord. Sie wollen jeden Fluggast kontrollieren. Ist der anonyme Anrufer vielleicht unter ihnen? Auf dem Flughafen geht der Betrieb indes normal weiter. Alle Passagiere müssen vorne aussteigen. Dann fahren sie mit Polizeischutz zum Terminal. Nach einer Stunde Entwarnung. Keine Bombe an Bord. Die Bundespolizisten fahnden aber weiter. Sie wollen den anonymen Anrufer finden. Ihm drohen mehrere Jahre Haft und er wird den Einsatz zahlen müssen. Auch Schadenersatz an die Airline. Mehrere 10.000 Euro. Für die Feuerwehr ist dieser Einsatz beendet, aber Pause, Fehlanzeige. Nächster Alarm. Der Notruf kommt aus einem Parkhaus. Also wir haben eine Aufzugsnotbefreiung, da steckt irgendjemand im Aufzug fest. Näheres ist jetzt noch nicht bekannt. Es ist schon ein Tanklöschfahrzeug vorgefahren von der Feuerwehr 2, um die Hilfsfrist einfach einzuhalten. Und wir fahren jetzt zusätzlich mal dazu. Kommt das häufiger vor, so mit dem Fahrstuhl? Ja, das ist sehr oft, mehrmals am Tag, 3, 4, 5 Mal am Tag bestimmt. Hunderte Fahrstühle gibt es am Flughafen. Servus. Harald Olbricht ist jetzt für diesen Einsatz verantwortlich. Ein Genie, wer hier die Übersicht behält. Fahrgreihe 3 und 4. Genau, 4 haben wir hier. Mal eins weitergehen. Uns helfen nur Pläne, sagt Harald Olbricht. Nach 3 Minuten haben sie die Gefangenen gefunden. Die habe ich an, ja, 2 Meter. Ja, hallo, ist die Flughafenfeuerwehr. Wir machen jetzt die Tür auf, dann können sie raus. Ja. Okay. Was denn? Nein, dann. Doch, schon. Guck mal.
Okay. Dann kommen Sie mal raus. Alles in Ordnung bei Ihnen, ja? Super. Das Paar will heute noch nach Italien fliegen. Lange waren sie nicht eingeschlossen im Fahrstuhl. Allerhöchstens 10 Minuten. 10 Minuten, wie war das? Unangenehm. Hat einer stehen geblieben, oder? Der ist gar nicht losgefahren. Wir sind hier eingestiegen. Da ging auch Tür zu, ging nicht mehr auf, ging nicht mehr hoch, ging nicht mehr runter. Das nächste Mal wollen sie lieber die Treppe nehmen, sagt das Paar und geht weiter zum Terminal 1. Dieser Fahrstuhl wird stillgelegt. Das bedeutet, jedes Stockwerk kennzeichnen mit dem Schild, Aufzugswerkstatt verständigen und morgen wird dann der Fachdienst sich darum kümmern. 14 Stockwerke müssen die Männer jetzt ablaufen, jede Fahrstuhltür absperren. Zum Glück gibt es für die Fluggäste noch weitere Aufzüge um die Ecke und die funktionieren, sagen die Retter der Flughafenfeuerwehr. Sehen Sie morgen bei Main Tower. Gefährliche Ölspur auf dem Vorfeld und Gasalarm im Terminal. Harald Trümpler unterwegs in seinem Revier, der Frankfurter Flughafen. Mit dabei Melina Heil, eine von drei Frauen bei der Flughafenfeuerwehr. Sie sind auf Kontrollfahrt. Mehrmals am Tag fahren sie an den Terminals, Vorfeldpositionen, an hunderten Flugzeugen vorbei. Ihr Auftrag, für Sicherheit am Airport sorgen. Und schon haben sie etwas entdeckt. Eine gigantische Ölspur mitten auf dem Rollfeld. Das ist Hydrauliköl, so wie es aussieht. Hydrauliköl. Aber die Spur ist ja gigantisch. Das ist gigantisch, ja. Das war eine Maschine. Der hat einen defekten Schlauch oder was gehabt? Wahrscheinlich. Möglicherweise war es ein Fahrzeug vom Winterdienst. Die haben eine sehr große Hydraulikölmenge, die üben im Moment. Und wenn er das gleich gemerkt hat, dann sieht das so aus. 4 Kilometer feinstes Hydrauliköl von einem Schneepflug. Rutschig, gefährlich. Mit Sand wollen sie die Sauerei aufsaugen. Die Retter arbeiten 24 Stunden pro Schicht. Dann haben sie einen Tag frei. Es gibt natürlich auch viele Vorteile im 24-Stunden-Dienst. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine relativ gute Nacht hatte, also wenig Ausfahrten, dann habe ich auch die Möglichkeit, den Folgetag an einem ganz normalen Wochentag zu Hause was erledigen zu können, wofür jeder andere Arbeitnehmer Urlaub nehmen müsste. Am Frankfurter Flughafen gibt es keine Ruhe. Einsatz für Harald Trümpler und seine Kollegin Melina Heil. Sie gibt Vollgas. Wer auf dem Flughafen Auto fahren will, braucht einen besonderen Führerschein, muss eine Prüfung machen. Am Airport gelten andere Verkehrsregeln. Gasalarm im Terminal 1, so der Notruf. Harald Trümpler wird schon erwartet. Wir arbeiten dann mit Epoxidharz. Ah, super. Dieser Mann vom Sicherheitsdienst hat die Feuerwehr alarmiert. Und tatsächlich, es riecht streng. Harald Trümplers Nase gibt aber Entwarnung. Kein Gas, das ist Chemie, sagt der Einsatzleiter und funkt mit seiner Kollegin im Auto. Ich wiederhole nochmal. Das TLF kann unten im Fahrzeug Bereitschaft bleiben. Ja, verstanden. Die Nase führt die Männer zu einer Baustelle. Oh, hier riecht es aber sehr stark. Und es wird angeblich die... Gute. Jetzt brennen sogar die Augen. So beißend ist die Chemie. Fenster dürfen am Flughafen nicht zu öffnen sein, aus Sicherheitsgründen. Aber die Lüftung sollte schon gehen. Das müsste man natürlich mal gucken, ob man hier irgendwelche Belüftungsmaßnahmen machen könnte in der Richtung. Die geht aber nicht, sagen die Bodenverleger. Harald Trümpler lässt die Arbeiten einstellen. Dann machen wir ein bisschen Bürokratie. Erst wenn die Lüftung wieder geht, dürfen sie weitermachen. Harald Trümpler kennt seinen Flughafen in- und auswendig. Ich habe schon gleich gesagt, als ich gehört habe, Gasgeruch. Ich dachte, hier gibt es keine Gasleitung. Tschüss. So einfach ist das. Riecht aber schon ein bisschen, ne? Nach Chemie und Bodenreiniger. Egal, Fall erledigt. Melina Heil überwacht im Einsatz den Funk. 317 Männer und drei Frauen arbeiten bei der Flughafenfeuerwehr. Die erste Zeit hat schon mehr Durchsetzungskraft gefordert, aber jetzt mittlerweile klappt es sehr gut. Warum haben Sie sich denn diesen Job ausgesucht, ausgerechnet? Weil mir Büro auf Dauer zu langweilig wurde. Ich wollte Abwechslung und mir gefällt es, morgens nicht zu wissen, was mich am Tag erwartet. Von der Kauffrau zur Retterin. Die 24-Jährige und ihre zwei Kolleginnen sind sehr beliebt. Ich finde es auch gut, dass die Mädels sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Das gibt zu Anfang immer so ein bisschen Ressentiments gegenseitig so. Aber wenn man sich aneinander gewöhnt hat und die Jungs gemerkt haben, oh, die Mädels haben doch was drauf, und das haben sie definitiv, dann läuft der Hase. Wo auch immer der Hase läuft, Melina und Harald fahren Richtung Landebahn. Auf diesen Flieger wartet eine Überraschung und die wollen sich die beiden nicht entgehen lassen. Eine besondere Art der Begrüßung für neue Gäste in Frankfurt. Das ist selten und kommt gut an.
immer wenn eine Airline das erste Mal zu Gast ist oder wenn die Airline das erste Mal mit einem neuen Flugzeugtyp, wie hier jetzt mit dem Dreamliner zu Gast ist, dann machen wir so einen kleinen Willkommensbogen, so einen Wasserbogen. Das wird dann immer gern gesehen. Zurück in der Wache 1. 5000 Einsätze fahren die Retter jedes Jahr. Nur wer fit ist, darf hier arbeiten. Regelmäßig müssen die Helfer zum Gesundheitscheck. Wer den nicht besteht, ist raus. Deshalb trainieren die meisten täglich im Fitnessraum. Jede der vier Wachen hat einen. Und einen Ruheraum gibt es auch. Der ist genauso wichtig und entspannend wie die eigene Bettwäsche, die jeder mitbringen darf, auch wenn sie gelegentlich für Diskussionen sorgt. Frühstück, Mittag, Abendessen, Feuerwehrleute sind Selbstversorger, kochen und grillen gemeinsam. Frauen essen gesund, Männer deftig. Alles normal bei der Flughafenfeuerwehr. Bis zum Alarm. Sehen Sie morgen bei Main Tower Großalarm am Flughafen. An einem Privatjet klemmt das Fahrwerk. Flughafen Frankfurt, Landebahn Nordwest. Seit einem Jahr ist sie in Betrieb. Gleich daneben die neue Wache 4 für die Flughafenfeuerwehr. In ihr parken die größten Feuerwehrautos der Welt. 1400 PS, 2 Millionen Euro teuer, made in Germany. Von innen gleichen die Großflugfeldlöschfahrzeuge einem Cockpit. Wer die 48 Tonnen fahren darf, muss eine Ausbildung machen, auch für die Löschkanonen. Mit dem Daumen veränderst du jetzt die Sprühbilder. Wir haben vier Sprühbilder. Sprühbild gelb ist manches Braus, also ein großes Sprühbild. Sprühbild blau ist leicht zusammengedrückt. Sprühbild weiß, ja. Ihr seht ja ganz genau, was wir für einen Druck haben. Druck 15 Bar. Es ist wichtig, dass das Auto voll beherrscht wird, weil es in Grenzbereichen bewegt wird. Was sind denn die Grenzbereiche? Die Grenzbereiche sind 35 km/h. Und Sie sehen ja, bei Sicherheitslandungen zählt jede Minute. Wir haben nur 2 Minuten und daher müssen die Kollegen gut ausgebildet sein. Was heißt, Sie haben nur 2 Minuten? Wir haben jetzt hier bei dieser Bahn 2 Minuten Eingreifzeit. Nach Alarmierung müssen wir an jedem Punkt des Start-Landebahnsystems sein. Ist die Feuerwehr nicht in 2 Minuten in jeder Ecke des Airports, erlischt die Betriebserlaubnis für den Flughafen. Jedes Jahr werden die Retter getestet. 12.500 Liter Wasser stecken in den Riesentrucks. Ein Abenteuer. Das ist nichts Alltägliches und alles, was nicht alltäglich ist, ist natürlich was Besonderes und somit ist es schon was Feines, ja, was einen innerlich freut, wenn man endlich die Ausbildung bekommt nach 3, 3,5 Jahren am Flughafen. Ja, immer nur zugucken und jetzt darf man halt selber mal ran. Apropos selber mal ran, Ende der Ausbildung, vorläufig, Alarm, und zwar für alle. Der Notruf kommt vom Tower. Ein Flugzeug hat offenbar ein nicht alltägliches, aber dramatisches Problem, so der Funkspruch. Harald Trümpler leitet den Einsatz und rast zur Landebahn. Was haben wir jetzt für ein Problem vorliegen? Dann noch eine Frage, wie viele Paxe sind da an Bord? Sicherheitslandung eines Business-Jets, ein Problem am Fahrwerk. Näheres wissen wir noch nicht. Der ist gerade gestartet und hat jetzt umgedreht und kommt zurück. Das ist also ein kleines Flugzeug. Erzählen wir mal, was da draußen ist. Einmal quer über den Flughafen mit Vollgas. 3 Paxe an Bord, 6 Tonnen Sprit. Normalerweise sind hier maximal 30 Kilometer pro Stunde erlaubt. Bevor die Retter an die Landebahn fahren, müssen sie den Tower um Erlaubnis fragen. Türmeister 8211, wir stehen in Höhe von Victor 178, Position Victor 178. Wird gerne über November und den Yankee dann Richtung Mike zu den Kräften auf Mike 14. 8211, verstanden. Auf rollenden Verkehr achten und frei über Yankee 2. 8210 ist frei über Yankee 2 und achtet auf den rollenden Verkehr. Rollender Verkehr, damit sind Flugzeuge gemeint, auf die Harald Trümpler aufpassen soll. Denn der Flugbetrieb geht weiter, trotz Großalarms. Neues vom Tower. Also, es ist die nächste Landung, die auffällt. Angeblich klemmt das vordere Rad an der Maschine, lässt sich nicht ein- noch ausfahren. Das zeigen die Kontrolllampen im Cockpit. Und da kommt er schon. Deshalb wollten die Piloten schnell wieder zurück nach Frankfurt. Im schlimmsten Fall gibt's hier gleich eine Bruchlandung. Der Löschzug rast parallel zur Maschine mit Tempo 140. Jederzeit bereit zu helfen. 11Z ist sicher gelandet auf der Südbahn. Harald Trümpler und seine Kollegen begleiten die Maschine bis zu ihrer Parkposition, um jedes Risiko auszuschließen.
Angeblich wollte die Besatzung einen Geschäftsmann irgendwo in Europa abholen. Der Pilot meldet noch ein Problem. Er vermutet, dass sein Flieger beim Landen mit einem Vogel zusammengeprallt ist. Vielleicht liegt das tote Tier auf der Landebahn. Das Flugzeug werden Techniker jetzt genauer untersuchen müssen. Auch das Fahrwerk soll noch heute repariert werden. Hast du was gesehen an dem Alexander Vogelschlag? Hat er irgendwelche Schirme? Ich habe extra links und rechts die Triebwerke auch noch mal reingeguckt. Tragfläche? Ob ich irgendwas sehe, Tragfläche, ist nichts zu erkennen. Frontscheibe auch nichts? Nichts, gar nichts. Okay. Nee, vorne am Cockpit hätte er noch nicht erwischt. Ah ja, gut, er hat ja, der Follow Me hat ja die Bahn kontrolliert, da war ja nichts. Okay, dann Einsatzende. Wenn ein Flugzeug in Frankfurt ein Problem hat, rücken alle aus. Da spielt die Größe der Maschine keine Rolle, sagt Harald Trümpler. Wenn wir davon Kenntnis haben, dann fahren wir auch raus und machen einfach unser ganz normales Prozedere. Das nennt sich dann Sicherheitslandung. Und wir sind vor Ort und sollte dann wirklich was sein, sind wir innerhalb von Sekunden da. Damit produzieren wir einfach einen hohen Standard an Sicherheit. 5.500 Einsätze fahren die Retter pro Jahr. Und noch nie gab es eine größere Katastrophe am Flughafen. Zurück in der Wache 4 an der Landebahn Nordwest. Man kennt sich, man mag sich. Wenn wir hier draußen stehen im Hof an der Feuerwache 4, dann kommt das schon sehr oft vor, weil die Cockpit-Crews haben doch eigentlich ein gutes Verhältnis mit der Feuerwehr. Und das ist immer sehr nett, wenn sie vorbei wollen, dann auch mal grüßen. Wir winken dann natürlich auch freundlich zurück. Es ist eine schöne Geste. Denn die Piloten wissen, Harald Trümpler und seine Kollegen sorgen für Sicherheit auf Deutschlands größten Airport.